Hi, ich bin Sebastian Gossmann-Jonigkeit, der Tierarzt. Ihr kennt mich schon. Heute geht's um Magendrehen. Das Horrorthema schlechthin. Ich zeige euch heute, woran ihr es erkennt, was passiert und wie ihr es vermeiden könnt. Viel Spaß. Die tödliche Erkrankung, die wirklich immer per akut bis akut verläuft, binnen weniger Stunden, betrifft meist große Hunderassen. Da gibt es zum Beispiel Doggen, Bernardiner, Dobermänner, Setter und ähnliches. Gibt es auch bei kleinen Hunden und bei Katzen, aber da extrem selten. Es gibt nicht den Auslöser. Es gibt verschiedene Faktoren, die begünstigen diese Erkrankung. Die verläuft immer tödlich und meistens werden Patienten abends oder nachts vorgestellt und haben meistens früher auch was gefressen. Danach rumgetobt, das ist der Klassiker. Es gibt aber auch Tiere, die das Ganze nüchtern geschafft haben sollen. Aber tatsächlich ist es so, die meisten Patienten haben vorher gefressen. Zu den Anzeichen ist zu sagen, die meisten Besitzer merken das schon ganz gut. Also wir haben oft so, dass die Leute anrufen, am Telefon schon ziemlich eine Vorahnung haben. Die Hunde versuchen zu erbrechen, das ist der absolute Klassiker. Die Hunde würgen, aber bekommen nichts nach oben gebracht von ihrem Futter. Das zweite ist, sie können hecheln. Meistens sind sie auch ziemlich teilnahmslos, sind dabei unruhig und werden irgendwann ziemlich apathisch. Das sind so die Klassiker. Das Würgen ist für mich das absolute Charakteristikum. Die Hunde versuchen das zu erbrechen, das was in ihrem Magen schädlich ist, kriegen sie aber nicht hin, weil ja vorne zu ist. Entsprechend kommt es zum Würgen ohne produktiven Inhalt. Was genau passiert, zeige ich dir jetzt mal besser praktisch an diesem Beispiel hier. Und zwar nehmen wir dieses Handtuch als Magen und den Schlüssel hier als Mageninhalt. Und wenn nun nach dem aufgenommenen Futter, der sich nur ein bisschen dreht durch Schwung, durch Toben oder ähnliches, dann kommt es zu einer Bewegung. Und es kann passieren, dass der Magen sich dreht. Der ist ja ziemlich prall schon, leicht gegoren, das Futter wird zersetzt. Und sowohl vorne als auch hinten ist er umgeschlagen und verdreht. Das heißt, es kommen die Gase nicht mehr raus und nicht mehr rein, können nicht mehr entweichen. Und in diesem absolut prall gefüllten Zustand fungiert der Magen wie so eine Art Kork im Inneren des Hundes. Und er liegt im Rippenbereich nämlich an und drückt die befindlichen Gefäße zwischen seiner Magenwand und den Rippen richtig zu. Dadurch kann das Blut zwar aus dem Herzen noch über die Aorta nach hinten transportiert werden, weil die ist sehr dickwandig, aber das Blut kann nicht mehr von hinten nach vorne kommen, weil die Venen, die zum Herzen zurückführen, sind sehr dünnwandig und vom Magen werden die wirklich zerquetscht. Dadurch passiert es tatsächlich, dass das Blut im Körperkreislauf hinten versackt, vorne nicht mehr ankommt, der Hund leer läuft und es dadurch zum Herz-Kreislauf-Versagen kommt. Also nichts vom Magen-Darm, dass der reißt oder ähnliches, sondern der Hund stirbt tatsächlich an einer Blutarmut im Körperkreislauf. So, jetzt habe ich den Verdacht, dass mein Hund eine Magendrehung hat. Was tue ich? Ich rufe den Haustierarzt an, oder zumindest den Kollegen, der Notdienst hat, rufe den an und schilder meine Lage und fahre dann möglichst schnell zum Tierarzt, muss aber vorher wissen, kann der Kollege überhaupt das operieren? Hat er das Equipment dafür? Hat er das Personal dafür? Wenn er es nicht kann, bitte sofort in die Tierklinik fahren, denn die haben immer alles vorrätig und können es operieren. Denn jede Minute, die verstreicht, ist für die Prognose eher schlecht. Übrigens, bitte googelt das Ganze nicht. Wenn ihr einen Verdacht habt, ruft einen Tierarzt an. Guckt nicht bei Facebook nach, fragt irgendwelche Freunde oder Gruppen. Fahrt los, das ist lebensgefährlich. Was macht der Tierarzt jetzt, wenn ihr dort vorstellig werdet? Er wird vermutlich direkt anfangen zu operieren. Man kann am Röntgenbild schießen als Diagnoseabsicherung, aber eigentlich, wenn ihr mit diesen Symptomen mit dem Hund eingeliefert werdet, wird das sofort geschehen. Er wird versuchen, seine Magensonde in den Magen einzuführen, von vorne über den Schlund. Wenn das nicht geht, wird er sofort auf den OP-Tisch verbracht und dort wird der Magen eröffnet, über einen Hautschnitt und das Ganze wird zurückgedreht. Der Tierarzt wird auf jeden Fall den Magen noch an der Bauchwand fixieren, damit es nicht mehr zu einem Rezidiv kommt, denn also man sagt, dass ungefähr bei 80% der Hunde eine solche Magendrehung durch die langen Magenbänder wieder auftritt. Deswegen diese Fixation an der Bauchwand, damit es nicht mehr dazu kommt. Das war's zur Magendrehung. Ihr kennt das ja schon. Abonnieren, kommentieren. Ich freue mich. Macht's gut. Bis dann.